Oh, wir haben in der Nacht und wir haben Strom. Aurora Borealis. That guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right now. Ja, kannst du deine eigene Pee trinken, okay. Aber der scheint es gut zu gehen, der Gwen. Trinkt mir der erstmal alles weg. Na, das dürfte für sie aber noch reichen. Noch ein bisschen Hunger, wir sind gar nicht so müde, aber wir haben eine geile Aurora Borealis. Wie viele Stunden haben wir noch? 2 Stunden. Wir können doch eigentlich noch eine Stunde Pause machen, rein theoretisch. Wir sind dennoch überladen. Klar, durch das ganze Futter hier. Und wir haben natürlich jetzt noch eine Menge Holz. Tannenholz lassen wir. Die beiden Zedern, die schmeißen wir weg. Eine Kohle eventuell. Das ist auch fast 1 Kilo. Dann sind wir immer noch 3 Kilo zu schwer. Halbes Kilo weg. Nochmal ein halbes Kilo weg. Tja, dann muss leider auch die Kohle dran glauben. Was haben wir noch? Es geht nicht anders. Das Tannenholz wiegt 2 Kilo. Immer noch zu schwer. Alter Falter. Den schleppe ich jetzt schon Jahre mit mir rum. Zwei Brecheisen brauchen wir nicht. Damit sind wir im grünen Bereich. Schön, es liegt ja alles hier in der Hütte. Und so leicht ist hier ja sogar für mich nichts zu übersehen. So. Wie viel Zeit haben wir noch? 1 Stunde, bla bla bla. Die 1 Stunde Schlafzeit dauert länger als die 8 Stunden oder so. Aber der geht's gut, ne? 100%, bis auf Durst, ist doch genial. Geil. Dose nehmen wir mit. Gwen nehmen wir auch mit und dann ab durch die Nacht. Scheint nämlich gerade ruhig draußen zu sein. Hier rum, da rum, warte mal. Also, um mit irgendwas zu interagieren. Shit. So, wir müssen an der Lampe, da kommen wir raus, okay. Entschuldigung. Hang on, I have you. Sehr schön. Mondlicht, wenn du im Freien unterwegs bist, nutze das Mondlicht zum Herstellen. Nee, ne? Don't fall asleep. Stay with me. Okay, die sind abgehauen. Boah, Alter, muss das denn sein? Mein Herz, Freunde, mein Herz. So, wo müssen wir hin? Schwer zu erkennen. Ah, da hinten brennt's. Das ist schon mal die falsche Richtung. Müssen wir da lang, ne? Ah ja, also da runter. Und da kommen wir. Krass geil. Jo. Da
drüben raucht es. Ja, sorry, aber so viel Zeit muss sein. Sterbe. Hold on. Just hold on. Ja, cool, dass wir hier oben lang sind. So sind wir wenigstens auch bei der Brücke. Ich höre aber Wölfe jammern, jaulen. Uhu, weiter, jetzt sind wir über der Brücke. Naja, so super weit ist es wirklich nicht mehr. Aber wir werden noch in der Nacht da ankommen, denke ich. Boah, ist das dunkel, ey. Trotz all dieser schönen Lichter. Naja. Das wird das Gemeindezentrum sein oder etwas, was da brennt. Und ich bete echt, dass wir nicht nochmal eine Konfrontation mit den Wölfen haben. Ei. Stay with me. Ja, aber die Gwen, die kühlt gar nicht so schnell aus wie wir. Und die kriegt natürlich auch nicht so schnell Durst und Hunger, die muss ja niemanden schleppen. Alter. Wie gesagt. Nö. So viel Zeit muss sein. Wir werden das schon schaffen, wir werden das schaffen, auf jeden Fall. Sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Wenn jetzt nicht ein dicker Bär oder die Wölfe wieder vorbeikommen, dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Jo. Naja, aber vielleicht kommen die ja dann zur Hilfe. Also kommt der Pfarrer zur Hilfe. Die Kranken in ihrem Bettchen, die werden wohl nicht helfen kommen, denke ich mal. Na, nur noch ein paar Meter. Bin fast da. Jetzt trete ich auf ein Stromkabel. Brrrz, tot. Bingo. Wir haben das geschafft.
Hey! Auf ein freies Bett. Yeah. I've got you. Don't worry. So. Wo ist unser Vladim mit seinem Insel? Dimitri war das doch, ne? Let's see what's wrong here. Yeah. Wir sind eine gute Ärztin, Freunde. Wir sind eine gute Ärztin. Oh, oh. Das ist nichts für Winnie. Winnie, weggucken. Nein, noch nicht wieder hingucken, Winnie. Jetzt kannst du wieder hingucken, Winnie. bringe die Ausweise zurück. Hä? Das ist doch hier. Also. Padre. Hola. Ach so, Winston. Ach so, ich soll denen die Ausweise bringen, ja, oder was? Okay. Schrecklich, Freunde. Ruby. Ruby, 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 Ruby. He didn't survive. Naja, wenigstens Gewissheit, wenn auch eine schreckliche. I'm sorry. I found her. She died in the crash. I'm sorry. I found her. She didn't make it. Sorry, I couldn't find them. Search for them, please. Mhm. Noch weitere Personen? Chloe! Was macht Clark? Na gut, Glenn brauchen wir jetzt nicht. Dimitri? Sorry. Okay. She was lost in the crash. Natürlich übel, ne? I'm sorry. I couldn't find who you were looking for. I hope they survived and they're safe somewhere. Also zwei Personen, die wir angeblich dann nicht gefunden haben. Aber 10 haben wir ja gefunden. Danke, Lan. I didn't make it through the crash. So, dürften wir doch jetzt abgeschlossen haben, ne? Oder hier hinten noch? Oh ja. Sam hat man noch nicht. Das ist jetzt aber ein wenig, ja, ein bisschen übertrieben irgendwie. Jetzt bei jedem 10-mal. Uiuiuiuiui. So, gespeichert. Sprich mit Arthur Thomas. Padre. You made it. I prayed that you would. Yes, I made it. And I found another survivor. In bad shape, though. Found the insulin, too. Thank you, my child. This is a big help. Weather's turning worse. I fear another blizzard is on the way. How can you tell? The farmers of Pleasant Valley have been part of my flock for years now. Over that time, you start to see the patterns of things. Blizzards are common this time of year. We're due for another one any day now. And then what? Normally we'd hunker down with a stack of firewood, a full pantry, and wait it out. And now? Even with what you've done, we'll have to pray we survive long enough for the weather to clear. Prayer is your thing, Father. You handle that. Between the plane crash and the houses in the area, I'm gonna pull together whatever supplies I can find. Maybe between the two of us, we can keep these people alive. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch noch. May God watch over you, my child. Ich wollte auch gerade sagen, wir haben noch Futter, ne? Also wir haben ja. Nahender Sturm, Kapitel 3, Speichervorgang. Es fehlen immer noch ein paar Namen von der Passagierliste.
Ja, es kann natürlich gut sein, dass die dann irgendwo unterwegs sind. Können wir denn irgendwie... Suche die vermissten Überlebenden und bring sie zurück, okay? Ach, Heiliger. Einer hier vorne. Ah, jemand da hinten. Alter. Und wir müssen auch noch zum Vorratsbunker. Shit. Und das alles während des nahenden Sturms. Lege Vorräte in den Vorratsschrank der Gemeindeküche. Das mache ich doch gerne. So, warte mal. Vorratsschrank. Ofen, Schrank. Vorratsschrank. So, dann könnt ihr noch ein bisschen Gipfelbrause haben, noch ein bisschen Snappy. Hier ein paar Cracker. Man eh immer nur Durst. Dann hätte ich hier noch ein bisschen was von für euch, ne? Ja, und das da könnt ihr auch noch haben. Das sollen wir alles sammeln, oder wie? Okay, Kalorien haben wir noch nicht ganz zusammen. Stunden Feuerholz. Ach du heiliger Bimbam. Uiuiuiui, da müssen wir aber einiges besorgen, wa? Petroleum, bla bla. Ich würde auch sagen, dass wir das echt machen, ne? Da bin ich mal ganz ehrlich, nicht einfach so versuchen. Vielleicht gehört das ja auch zur Hauptstory. Wollte nämlich gerade sagen, nö, Hauptstory weitermachen und so. Antibiotika und Schmerzmittel brauchen die auch, ja? Antibiotika, zubereitete glänzende Lackpuddinge. Ich hab... Ach, Schmerzmittel. Schmerzmittel brauchen die gar nicht. Ah, alles klar. Verstanden. So, haben sie ein bisschen was mehr. Bartflechtenverband. Antiseptikum. Eins brauchen wir selber. Jetzt habe ich alle umgelagert. Naja, gut. Ah, das sollen entweder... Ah, Bartflechtenverbände sein. Alles klar, dann können wir die ja wieder zurücknehmen. Pass auf, das können wir doch machen. In unserem Herstellding. Guten Abend, Leyana. Grüß dich. Mach's dir bequem. Und ich hoffe, gesundheitlich geht's dir besser als den Leuten hier. So, lass mal gucken. Bartflechtenverband. Zwei Stück können wir direkt rüber tun. Damit haben wir dann 3 von 8. Das mit dem Feuerholz wird noch so ein Problem. Verbände selber. Aha, also doch Verbände. 10 Stück wollen die haben. Haben wir schon mal die Hälfte. Petroleum können wir denen nicht abdrücken, denke ich. Da haben wir nicht genug. Brandbeschleuniger. Kanister. Ja. Da haben wir selber nicht genug. Das brauchen wir noch. Bäm. Leuchtpistole. Ja, könnten wir den geben. Die hat so viel nicht gebracht. Und Leuchtpistolenmunition lagern wir mal komplett um. Dann bräuchte nur noch ein paar Verbände. Petroleum, Feuerholz, Kalorien und Antiseptikum oder Bartflechtenverbände. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Schön. Finde ich aber gut. Was fehlt denn hier noch? Oh, pass auf. Ah, so, das sind... Das ist nur der Kasten. Ich dachte, man kann hier die Schrift noch scrollen. Das haben wir erledigt. Okay, cool. Kalorien, Brennkram und Heilungsmittel. Natürlich witzig. Jetzt haben sie hier einen Kühlschrank. Da ist Wasser drin. Tja.
Oven. Ja, aber wir können die doch jetzt nicht beklauen, ich meine, verstehst du? Wir sollen ja für die sorgen. Mit Bohnen. Ich meine, wir müssen sowieso hier noch ein paar Mal hin. Lassen wir das mal sein mit diesem ganzen Durchgewusel. Ich hau mal... Was haben wir denn? Kurz vor Morgengrauen. Ich hau mal hier unseren Schlafsack hin. Dann machen wir eine kleine Runde Pofi-Pofi. Oder auch nicht. Ah ja. Kleine Runde Pofi-Pofi. Da mache ich ganz schnell eine Pause, renn mal um die Ecke, 3-4 Minuten und dann machen wir weiter. Ich denke mal, 5 Stunden müssten reichen. Da dürfte auch unser Durst noch nicht so riesen sein. Aber es ist ruhiger geworden. Das Wetter hat sich beruhigt. Den Schlafsack, den nehmen wir mal mit, weil wir nicht genau wissen, wie lange wir unterwegs sein werden. Wir haben... Oh, Vormittag haben wir. Wir müssen kurz was trinken. Eventuell ein bisschen was essen. Ist uns so kalt? Kann das sein? Oder sind das die anderen, die hier alle frieren? Ja, so eine Limo gibt halt einfach nicht so viel. Na, wir sind ja hier am Dings. Warm ist uns. Durst haben wir, ein bisschen Hunger haben wir, aber das können wir gleich noch stillen und so. Ich würde sagen, ich mache hier so auf diesen Bildschirm und euch schmeiße ich rüber in die Pause. Wie gesagt, ihr Lieben, 3-4 Minuten, dann bin ich wieder für euch da. Bis gleich.